Ich habe auf Instagram meine Abonnenten gefragt, welche Düfte möchtet ihr gegeneinander antreten lassen? Schwer. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Preislich ist der hier besser. Ich muss mich ja jetzt hier entscheiden und ich mache das jetzt kurz und schmerzlos gegen Serjov Naxos. Ey, ich kann mich da doch nicht entscheiden. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Pacioli und ich quatsch wirklich sehr gern über Parfüm. In dem heutigen Video geht es um ein Parfümbecher. Ich habe mir da nämlich was überlegt. Ich habe auf Instagram meine Abonnenten gefragt, welche Düfte möchtet ihr gegeneinander antreten lassen? Ich werde nämlich hier immer ein Couple vorstellen, also zwei Düfte, die gegeneinander antreten und die werde ich auseinandernehmen. Ich habe hier ein paar Anfragen zu Serjov-Düften übrigens, ne? Und da kommt, okay, ich mache jetzt weiter. Ich habe ja gerade Montal, wo ist die Frage? Ich habe Montal gerade erwähnt und ich habe schon so ein bisschen geahnt, dass diese Frage kommen könnte und auch das ist nicht einfach. Ich hoffe, ich bereue nichts nach diesem Video. Cambridge Serjov versus Intense Kaffee von Montal. Der ist gut. Also diese Battle-Kandidaten sind gut. Die sind heftig. Und ich bin gerade noch am Überlegen, was ich machen soll, was ich jetzt hier erzählen soll. Es sind beides Düfte, die sind übertrieben gut. Beides extreme Vibes voneinander. Okay, ich sprühe jetzt den, ich sprühe den anderen. Intense Kaffee riecht für mich tatsächlich nach Kaffee. Es gibt Kandidaten oder es gibt Menschen, die sagen, die riechen da keinen Kaffee raus. Ich rieche hier Kaffee raus. Das ist jetzt kein... Das ist eine Kaffeenote, die ist aber süßlich. Süßlich mit Vanille und mit einer ganz dezenten süßen Rose auch noch. So ein bisschen gezuckert. Sehr, sehr geiler Duft. Habe ich noch nie so gerochen, bevor ich Intense Kaffee getestet habe. Habe ich noch nie diese Duft-DNA gerochen. Gibt es auch schon eine Weile Intense Kaffee. Auch ein Bestseller übrigens von Montal. Ich glaube, Cambridge kam nach Intense Kaffee raus, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der kam später raus. Okay, der hier ist heller. Der hier ist ein bisschen cremiger, der ist heller und der ist nicht so dickflüssig wie Intense Kaffee. Du musst wissen, Düfte von Montal sind gerne mal heftig. Die sind gerne mal in your face. Die fallen gerne auf, die stehen gerne im Mittelpunkt, gerne. Die haben auch ab und zu mal eine Synthetiknote, die ich aber ganz okay finde. Also ich mag die. Sagen wir es nicht okay, ich mag die. Manche übertreiben sie auch, die gehen nicht, aber der hier ist out of the universe. Der hier auch. Der ist auch gut, der riecht für mich so ein bisschen mehr, ein bisschen eleganter, ein bisschen dezenter, ein bisschen feiner abgestimmt. Da, wenn du mich aber kennst, weißt du vielleicht, dass ich Düfte halt mag, die in your face sind. Das mag ich einfach. Ich mag beide und ich kann mich eigentlich echt nicht entscheiden. Ich muss mich jetzt hier aber entscheiden, das habe ich euch so versprochen. Und deswegen sage ich Intense Kaffee von Montal. Und auch das war keine einfache Entscheidung. Echt nicht einfach. Preislich ist der hier halt auch besser als der Serjov. Aber beides sehr hochwertige Düfte. Ich kann mir jetzt aber, ich bin ehrlich mit dir, ich kann mir vorstellen, dass Serjov bessere Inhaltsstoffe benutzt als Montal. Ich glaube, Montal setzt schon sehr viel Synthetik ein. Sagen wir es so, wie es ist. Montal benutzt sehr viel synthetische Stoffe. Da bist du mit den Inhaltsstoffen von Serjov besser bedient. Es ist so. Aber ich bewerte jetzt hier den Duft und ja, Intense Kaffee. War auch nicht einfach. Okay, weiter zum nächsten. Hey, ich habe hier noch ein paar liegen. Okay. Spice Bump Extreme versus Eros. Versace. Der ist so ein bisschen, ich zeige das jetzt nicht, aber der ist so ein bisschen verstaubt. Das ist so ein kleiner Hint an dich. Der ist ein bisschen verstaubt. Der wird nicht so oft benutzt hier in diesem Haushalt. Spice Bump Extreme, Victor Rolf, Versace, Eros. Das ist nicht schwer. Das ist echt nicht schwer, weil das ist jetzt kein schlechter Duft. Es gibt viele Männer, die feiern den. Das Ding ist halt einfach, er ist nicht mehr so originell. Es gibt sehr, sehr viele Männer, die diesen Duft tragen, auch wenn es kein schlechter Duft ist. Ich möchte den jetzt nicht haten oder so, aber ich würde den vielleicht nicht mehr so empfehlen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, empfehl mir mal einen Duft, den nicht viele andere tragen, einfach mal was Neues, was gut ankommt und was sehr, sehr hochwertig riecht, dann würde ich nie im Leben diesen Duft empfehlen. Wenn jetzt aber jemand sagt, hey, ich möchte einen Crowdpleaser haben, der darf nicht viel kosten, dann kannst du den tragen, aber der killt auch so ein bisschen deine Individualität. Killt der. Dior Sauvage übrigens auch, aber den finde ich noch gut. Aber der, ja. Der hier auf der anderen Seite,
ist zwar auch ein Duft, der oft getragen wird von vielen Männern, ist auch, sagen wir mal, geht schon fast Richtung Mainstream, weil der halt auch oft von vielen YouTubern gezeigt wird und so. Ich habe den auch schon sehr, sehr oft in Videos drin gehabt. Aber das hier ist halt einfach ein Duft, den empfehle ich immer wieder. Der riecht einfach nur süß, irgendwie weihnachtlich, irgendwie winterlich, Zimt, Gewürze und Tabak. Und ich mag diese Tabaknote hier drin. Und deswegen, go for it. Auch der kommt sehr, sehr gut bei Frauen an. Unter ein paar Videos wurde geschrieben bei mir, ein paar Abonnenten haben mir geschrieben, dass der reformuliert wurde, dass der nicht so lange hält. Das hier ist aber der zweite Flakon und der ist auch gar nicht so alt. Und der hier hält aber schon lange, also wirklich lange. Deswegen hoffe ich nicht, dass jetzt dass das stimmt. Schreib mir das in die Kommentare, wenn du auch der Meinung bist, dass du einen neuen gekauft hast, einen neuen Batch. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier der Batch ist. Müsste ich mal... Ah, steht hier unten. Werde ich mal recherchieren. Schreib mir mal das in die Kommentare, ob dein neu gekaufter Spice Bomb Extreme auch schwach ist. Wenn der schwächelt, dann drehe ich durch. Weil das ist ein sehr guter Duft, den habe ich so oft empfohlen. Und ich hoffe wirklich nicht, dass der jetzt hier so ein bisschen einbüßt mit Haltbarkeit und Sillage. Mit der Haltbarkeit und Sillage, weil das wäre sehr schade. Also wirklich sehr schade. Bitte nicht. Victor und Rolf, bitte nicht. Okay. Ah, der nächste ist auch nicht schwer. Das steht da. Jean-Paul Gaultier Skandal für Frauen. Ich gehe mal davon aus, dass du das Eau de Parfum meinst. Versus Montguerlain Intense. Ich habe, glaube ich, auch in meinem Video, in meinem Anti-Perfume-Hate-Video von vor einem Jahr, habe ich, glaube ich, sogar Jean-Paul Gaultier Skandal drin gehabt. Ich glaube, da war der Duft drin. Und ich fange jetzt auch schon an. Also, ich habe dir ja jetzt hier schon eigentlich die Lösung genannt. So. Ich entscheide mich definitiv für diesen Duft hier, Guerlain Intense. Für mich auch ein Meisterwerk, ein Duft, der einfach unglaublich gut riecht. Männer drehen durch mit diesem Duft. Du kriegst eine sehr süße, elegante Vanillenote mit Lavendel. Und ich rieche Kirschnoten raus. Ich weiß nicht, ob Kirsche drin ist, aber leichte Kirschnoten rieche ich ja auch raus. Sehr, sehr geiler Duft. Die Düfte von Guerlain sind generell immer gut, auch wenn ein paar davon nicht gut halten und die Sillage nicht gut ist, deswegen habe ich sie nicht. Trotzdem würde ich sagen, Montguerlain oder Guerlain, die Marke, produziert sehr gutes Parfüm. Ich mag die Marke einfach. Ist ein sehr gutes Parfümhaus. Auch bezahlbare Düfte dabei und so weiter und so fort. Jean-Paul Gaultier Skandal. Ich frage mich, wo das Skandal in dem Duft versteckt ist, weil ich sehe da keinen Skandal. Für mich ist das wieder so ein klebrig, süßer Mainstream-Damenduft, der gar nicht geht. Auch den Duft riechst du einfach oft auf der Straße und ich frage mich wirklich, wer da diesen Duft, diesen Namen gegeben hat, weil skandalös ist an diesem Duft einfach mal nichts. Und den würde ich dir nie im Leben empfehlen. Den mag ich überhaupt nicht. Spar dir dein Geld und kauf dir einfach den. Mit dem machst du alles richtig. Und klar, es gibt Männer, die finden Skandal super an Frauen. Nee, ich glaube, ich werde jetzt aufhören mit diesem Satz. Ich glaube, ich rede jetzt nicht weiter. Nicht, dass jetzt hier irgendjemand böse mit mir ist. Nein, ich höre auf. So, habe ich noch ein Couple? Freunde, ich habe so viele echt geile Battle-Kandidaten hier drin. Das Problem ist, ich hatte nicht alle davon. Aber ein paar davon, es gab auch Masque Ravageur gegen HFC Loverman. Loverman von HFC feiere ich ja übertrieben. Masque Ravageur kenne ich. Das Problem ist einfach nur, ich habe den jetzt nicht lange genug getestet und selbst getragen, dass ich die beiden gegeneinander antreten lassen könnte. Ich müsste den Masque Ravageur von Frederic Malle einfach besser kennenlernen. Und dann könnte ich die beiden gegeneinander antreten lassen. Aber das wäre auch eine sehr, sehr geile Kombi gewesen. Ich habe hier ein paar Düfte drin gehabt. Die hätte ich so gerne gebettelt. Ja, aber ich muss mir da noch ein paar Abfüllungen besorgen oder die Flakons selber. Es wird auch sicher einen Teil 2 geben. Also das ist ein sehr cooles Format und das werde ich nochmal machen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und schreibt mir das bitte in die Kommentare, wie du dieses Format findest und ob du noch weitere Teile möchtest. Schreibt mir das einfach. Jetzt komme ich hier nämlich, ich habe noch 2, die hier liegen, die ich noch gerne kämpfen lassen möchte. So, und das sind Serjoff-Düfte. Einmal Alexandria 2 versus Alexandria 3. Wieder 2 Meisterwerke. Alexandria 3 Das ist Alexandria 2. Ich weiß schon, wer gewinnen wird. Ich werde es jetzt hier am Anfang schon verraten. Es ist für mich Alexandria 2. Aber der hier, Alexandria 3, ist trotzdem auch ein Duft, den ich dir empfehlen werde und muss. Auch wenn der hier schon gewonnen hat.
weil das auch für mich so ein edler Rosenoud-Duft ist. Das ist kein typischer Rosenoud-Duft. Ich finde, hier ist diese Rose, diese floralen Rosennoten mit dieser Oud-Note und mit dieser leichten Holzigkeit. Mit dieser leichten Holzigkeit und jetzt kommt es mit dieser leichten Seifigkeit, finde ich unglaublich gut. Das ist... Ich habe den jetzt gerade gesprüht und jetzt finde ich den gerade echt gut, ne? Also ich habe das jetzt hier schnell entschieden, aber irgendwie, ich weiß nicht, jetzt gerade so gerade live vor der Kamera, der haut mich gerade schon um. Also, falls du eine sehr besondere Rose suchst, das, eine orientalische Rose, die out of the universe sein soll, also so ein bisschen anders als alle anderen Rosendüfte, teste Alexandria 3. Unglaublich geiler Duft. Falls du einen Duft suchst, der auch orientalisch ist, auch holzig, mit einer leichten, sanften Oud-Note, also kein Oud, das zu sehr kuhstallmäßig ist, ein Oud, das aber auch sehr cremig sein soll, das finde ich, ist diese Oud-Note hier drin, dann der hier. Das Geile ist halt bei dem, er entwickelt sich auf der Haut einfach unglaublich luxuriös. Einfach cremig und sehr, sehr fein, elegant und extrem gut ausbalanciert. Also wirklich wie so eine zweite edle Haut. Das hast du bei dem zwar auch, aber hier ist es ein bisschen, der ist einfach heller. Der ist für mich auch so ein bisschen seifiger und so ein bisschen präsenter als Duft. Wobei der hier so ein bisschen dezent im Hintergrund ist. Oh, dezent ist halt auch falsch. Das ist halt auch ein Biest, das nimmst du wahr, aber das ist wie so eine, das ist kein Biest, das so kratzt, sondern so ein Biest, das so da ist. Du nimmst es die ganze Zeit wahr, aber du weißt nicht, was es genau ist. Habe ich das jetzt hier richtig beschrieben? So meine ich das. Beides Biester. Aber beides Biester auf unterschiedliche Weise. Und dieses Biest ist nicht zu vergleichen mit diesem Biest hier. Kurzer Exkurs. Das hier ist halt ein Biest, das nimmst du wahr. Das schreit dich an, das kratzt, das ist mega präsent. Das hier ist zwar auch ein Biest, das lange hält, aber in dezent wie so eine Wand. So eine ganz, ganz feine Wand. Wie so ein Nebel. Nebel ist gut. Genau. Also Alexandria 2, obwohl ich habe ja gerade den gesprüht. Freunde der Sonne, der ist, also ja, jetzt gerade wird es schwierig. Aber ich habe mich ja jetzt hier schon entschieden, also. Dann habe ich jetzt hier gerade gesehen, Moment. Genau, auch nicht einfach. Auch zwei Serjoff-Düfte. Ihr wollt ganz viel Serjoff-Düfte gegeneinander angetreten sehen. Erbapura Accento, auch nicht einfach. Erbapura hatte ich ja jetzt hier gegen Kirke definitiv als Gewinner erkoren. Auch das ist nicht einfach. Accento ist für mich so ein sehr, sehr guter Einsteigerduft, wenn es um Serjoff-Düfte geht, wenn es um Düfte geht, die du überall einsetzen kannst. Also wirklich überall. Ist auch eine tausendfach bessere Alternative zu Aventus. Obwohl das kein Zwilling ist. Kein Zwilling. Das ist ein fruchtiger Aventus mit Moschus. Also richtig, richtig gut. Mit frischen Noten. Hier haben wir einen dickflüssigen Cocktail mit Moschus. Sehr schwer. Also es ist sehr schwer. Aktuell, da wir jetzt ein bisschen kältere Temperaturen draußen haben, würde ich spontan sagen Accento, obwohl ich im Sommer wahrscheinlich Erbapura wählen würde. Auch wenn es ein stickiger Duft ist. Ich weiß nicht, ich mag im Sommer fruchtige Düfte mehr als im Winter, deswegen aktuell würde ich sagen Accento. Und das hätte ich selbst nicht gedacht. Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gedacht, ja okay, ich werde wahrscheinlich Erbapura nennen. Aber irgendwie, ich habe jetzt hier gerade beide gerochen und ich entscheide mich für Accento. So, das waren jetzt ganz viele Duos, ganz viele Couples, die gegeneinander angetreten sind. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn du nochmal ein Battle sehen möchtest, schreib mir das gerne in die Kommentare. Lass mir einen Daumen nach oben da. Folg mir auf Instagram. Da werde ich nämlich alle Aktionen, die ich irgendwie starten möchte, mit YouTube, mit Instagram, werde ich alle dort posten. Und ja, stay tuned. Folg mir auch auf Instagram. Ich freue mich aufs nächste Video mit dir und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ich werde jetzt heute Dior Hypnotic Poison, das Eau de Parfum tragen, passt heute zu meinem Outfit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.